Aloha Leute, wir haben uns eingefunden zu Part 10 von Let's Play Lara Croft in the Temple of Osiris und wir müssen hier unseren nächsten ägyptischen Gott besiegen. Nachdem wir Khepri schon besiegt haben, müssen wir jetzt hier Sobek besiegen. Khepri war ja dieser Skarabäus, dieser Mistkäfergott, oder zumindest hat er die Form von dem gehabt und Sobek hat die Form eines Krokodils. Gehen wir es an. Da! Das Wasser zieht sich zurück. Osiris ist bei uns. Es wird Zeit. Zeit, dass er bei uns ist? Oder dass wir einen Schergen nach dem anderen den seht und uns entgegenschickt in die Schranken weisen. Ah, wir müssen hier durchwarten. Sehr schön. Aber wir können rein. Jawohl. Grab des Sobek. Besiege Sobek in weniger als 3 Minuten. Großes Maschinengewehr. Füttere Sobek 3 Zeitbomben auf einmal. Maximale Munition erhöht. Füttere Sobek auf einen seiner Diener. Aha. Okay. Weiß nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, aber wir werden unser Bestes geben. Großer Sobek, das sind die Sterblichen, die deinen heiligen Regen versiegen ließen und deine Diener getötet haben. Zeig ihnen, wie ein wahrer Gott seine Schulden begleicht. Mein guter Seth, woher weißt du denn, wie ein wahrer Gott seine Schulden begleicht? Bist doch gar keiner. Ist doch nur ein Abklatsch sozusagen. Oh. Ist ja nicht so, dass wir Angst davor hätten, den Seed wütend zu machen. So, dann noch den hier. Bam. So, da in der Mitte ist ein Netz mit Fischen. Und hier sind ein Haufen Flöße. Wir müssen aber jetzt nicht im Trüben fischen, oder? Da! Im Wasser! Sobek! Da kommt er wieder! Haltet das Gleichgewicht! Wir müssen auf dem Floß bleiben! Da! Ich gebe zu. Festhalten! Vorsicht! Okay. Ach, da jetzt kommt er. Füttere Sobek 3 Zeitbomben auf einmal, ich verstehe. Okay. Okay, ich verstehe. Das ist ja mal schwierig. Okay, die Flöße gehen nicht kaputt, nur weil ich sie in die Luft sprenge. Nee, das ist nix. Ouch. Okay, aber Lara schnell zumindest mal keinen Schaden, wenn Sobek sowas macht. Okay. Einmal. Ja, nee. Da muss ich jetzt praktisch schon durch ins Wasser. So weg. Alter Junge. Ist nicht so einfach, gell? Ach nee, nicht drüber hinaus. Die Frage ist, wie kriege ich dazu, das dann versuchen zu futtern? Autsch. So, jetzt habe ich hier 3 Zeitbomben. Jetzt. Ich habe hier
Ich will... Jawohl. Hab ich. Puh. Das ist nicht mehr was. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Er ist verwundet. Das ist unsere Chance. Wir müssen zu ihm schwimmen. Das ist der einzige Weg. Okay, und jetzt und dann? Seine Brust oder wie? Sein Unterbauch ist schwach. Wir müssen da raus und ihn angreifen, solange er betäubt ist. Aber so wie ich das sehe, muss ich gar keine drei Bomben auf einmal entfüttern. Wahrscheinlich reicht nur eine. Das mit den dreien hat nur einen Bonus praktisch gebracht. Ja, bleib drin. Bleib doch drin. Mich an. Ach komm. Au. Der Sobek macht immer alles kaputt. Echt hier. Jawohl. Zeit zu naschen, Sobek. Jawohl. Wir müssen zu ihm schwimmen. Das ist der einzige Weg. Schon klar. Der zieht ganz schöne Schneisen, der so weg. Ja.
So. Ui. Munition habe. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Sobek-Diener hier von dem. Der muss noch da sein. Irgendwie. Da ist er. So. Welche Bombe nehme ich denn jetzt mal? Die hier vielleicht. Ah. Ja, ja. Ah, jetzt hat er so wirklich meine Bombe kaputt gemacht. Mein Sprengsatz. So. Ah, ganz knapp. Zeit zu essen, so. Jawohl. Wo ist er? Das ist es. Jetzt! Er ist ungeschützt! Okay, wir haben den Sobek besiegt und können hier jetzt raus, oder wie? Oder geht's hier weiter? Oh, nein. Eine Kanope. Wir sind weit gekommen. Hoffentlich weit genug. So, Punkte 9400. Ich glaube nicht, dass wir ansatzweise irgendwas... Doch, wir haben 3 Zeitbomben gefüttert. Füttere Sobek einen seiner Diener. Na, das haben wir nicht geschafft. Okay. Ja. Unglaublich, Leute. Wir haben die Kanope des Sobek jetzt bekommen. Okay. Da geht's raus. Hier können wir... Stürze ins Bodenlöse. Okay. Da gibt es einiges zum Einsammeln. Da gibt es die Heilung. Die Jingles überschlagen sich hier gleich. Das Spiel weiß gar nicht mehr, welchen es abspielen soll. Das ist der Kater und das sind die anderen. Hallo ihr Lieben. Ja gut, also ich werde jetzt hier bestimmt nicht alles einsammeln, aber ein paar noch. So. Ja gut. Genug geplündert, was den Sobek anbelangt. Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Hier glaube ich, oder? Hallo. Belada, jetzt aber. Oh, ich kann jetzt hier. Ah. Je mehr ich einsammle, desto mehr Kisten kann ich öffnen. Okay. Gut, verlassen wir aber diese gastfreundliche Stätte. In Richtung Grab des Folterknechts in den östlichen Klippen. Hey, meine Nahaufnahme von allen. Sehr cool. Beschaffe das Teil. Okay. Grab des Folterknechts und wir dürfen... Es schneit. Sehe ich das richtig? Es schneit? In Ägypten? Die Welt wird zu Eis und ich bin nach. Hört nicht auf ihn. Wir werden siegen. Das müssen wir. So, bald ist es geschafft.
Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Tja. Schauen wir mal, wie fand der Folterknecht. Oh, hier sind wir. Also das Grab des Folterknechts ist hier angeblich irgendwo. Unglaublich. Das Eis hat eine Brücke gebildet. Haha, sehr lustig. Da kam ich im letzten Part nicht drüber. Und da kam ich auch nicht drüber. Verstehe. Ja. Okay, in diese Richtung. Klippen, aktueller Ort. Klippen? Nee, falsche Seite. Die Klippen, aha. Okay, da ist wohl das letzte Herausforderungsgrab noch. Grab des Folterknechts, Grab des Architekten. Okay. Was ist denn bitte das hier? Und will ich das so genau wissen? Ja, im Augenblick mal nicht. Gut, hier geht's in Richtung Folterknecht. Ich glaube nicht, dass wir das berühren werden. Ist das hier das Grab des Folterknechts? Bin ich hier richtig? Grab des Folterknechts. 100.000 für die Goldpunkte-Herausforderung. Och, 5 rote Schädel. Jede zugängliche Feuerschale im Grab. Aha. 10 Feinde im Labyrinth mit Stacheln ausschalten. Ohne. Naja, gut. Das ist beunruhigend. Das Seid vorsichtig. Ein falscher Schritt und es gibt niemanden mehr, der sich Seth entgegenstellen könnte. Der sieht auch sehr nett aus. Der arme Kerl. Die da unten, schaut mal, wie die da hängen. Grab des Folterknechts. Ich verstehe. Alles sehr unschön. Oder sagen wir mal zumindest unbequem. Ja. Alles klar, ihr Lieben. Also lieber nicht zu. Nicht zu hastig sein. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man im Boden die nur die Wangen rauskommen. Okay. Das in den Hebel zu ziehen. Ich gehe mal als erstes runter. Da müssen wir irgendwie was draufstellen. Vielleicht uns? Schauen wir mal. Okay, die müssen wir auf jeden Fall beeilen. Stacheln weniger, um die wir uns kümmern müssen. Ja, aber nur ein paar wenige, Lara. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein sozusagen. So.
sind denn das für Typen? Was sind das für Typen? Die Leuchte. Okay. Jetzt kriege ich Angst. Ist das Folterer? Oder Gefolterte. Man weiß es nicht genau. Beides sehr furchteinflößend. Da unten können wir was mit dem Stab des Odysseus. Wir müssen einen Weg schaffen. Da oben können wir dann rauf. Ah, okay. Okay. Verstehe. Wir müssen das ziehen, dann kommen die Holzbretter hoch und dann müssen wir uns schnell mit dem... Der Weg nach vorne ist frei! ...mit dem Stabaufzug. Aber nur für kurze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass hier schon wieder so eine Kampfarena ist. Da gehen wir schon mal nicht lang. Laras Spürsinn ist immer wieder erstaunlich. Jetzt sieht man es nicht so gut. Ich würde mal sagen, da wo Stein ist, sind wir relativ sicher, oder? Leute. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich sagen soll, Leute, weil ich bin so alle, ey. Ist gerade eben... Ups, macht das Spiel mir ganz schön zu schaffen. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wahnsinn. Okay. Da muss ich ganz außen rumgehen. Das ist ein roter Schädel.
Stärke AMP. Aha. Wahnsinn. Noch jemand? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? So, jetzt sind wir mal richtig. Ja, Leute, ich würde aber sagen, ich bin schon weit über der Zeit, also mache ich hier eine Pause und wir machen dann an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.